Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Star Wars Squadrons. Ja, wir sind wieder im Hangar. Wir schauen uns erstmal ein paar Sachen an. Das ist das Schiff, was ich eben geflogen bin. Achso, ich dachte, man könnte jetzt hier ein bisschen mehr ansehen. Was ist denn das? Die Rückansicht. Na toll. Die wollte ich eigentlich nicht haben. Okay, dann reden wir mal mit den Leuten. So schnell wird sich das Imperium nicht wieder in unser Territorium wagen. Dank unserer neuen Pilotin. Ja, und dem Rest von uns. Das ist kein Wettrennen. Wir sind ein Team. Du hast recht, Garni. Aber trotzdem, echt gut geflogen. Wo wir gerade vom Fliegen reden, das erinnert mich an das Drachenlochrennen vor ein paar Jahren. Hast du dir das angesehen, Kio? Na klar, hab das ganze Rennen im Holonet mitverfolgt. Ja, ich auch. War von Anfang bis Ende mit dabei. Aber ich weiß nicht mehr, wer gewonnen hat. Ich glaube, das war einer von den Ash-Zwillingen. Nein, warte. Dallin Vogel. Ja, der war es. Mann, der hatte es damals echt drauf. Die einzige Person, die ihm das Wasser reichen könnte, ist Kio. Ach, hör auf. Dallin Vogel hat 9 Meisterschaftstitel. Ich habe gerade mal 5. So unterhaltsam das Thema auch ist, Commander Javes meinte, jemand Besonderes wartet auf uns im Besprechungsraum. Finden wir heraus, was als nächstes ansteht. Also ich muss ja, was? Ich muss ja echt mal erwähnen, ich finde das unheimlich klasse. Ich war richtig angefixt davon, dass jetzt sowas rauskommen sollte von Star Wars. Und ich habe ja damals alle Folgen bis Prophezeit zumindest von Wing Commander gespielt und ich habe es geliebt und ich habe es wirklich bis zur Vergasung gespielt und freue mich jetzt auch total auf Squadrons, dass ich das spielen darf, weil ja, ich habe gehört, die Missionen werden noch ziemlich schwer werden, aber ich bin echt gehypt im Moment. Hallo! Du bist eine gute Blechbüchse. Ja, ich weiß leider deinen Namen nicht. Okay, wir gehen erstmal zur Besprechung. Und wo ist er jetzt? Ich dränge ihn mit der Talos-Gruppe von einem medizinischen Konvoi Richtung Yavin. Er steckt in Yavins Atmosphäre fest, kein Hyperantrieb. Für die Talos-Gruppe allein sind zu viele Jäger vor Ort. Wäre gut für uns beide. Ah, ein Besucher. Wedge Antilles, Renegatenstaffel. Ihr seid wohl dafür verantwortlich, dass meine Kommunikation wieder funktioniert. Ich habe ein Problem mit einem Sternzerstörer, bei dem mir Vanguard möglicherweise helfen könnte. Wir brauchen einen Sternzerstörer für Projekt Starhawk. Intakt. Zeigen wir, was Vanguard kann. Wedge und bitte. Ihr habt das vermutlich alles schon mitbekommen. Die Talos-Gruppe hat den imperialen Sternzerstörer Victorum über den Planeten Yavin eingekesselt. Wir müssen ihnen helfen, ihn kampfunfähig zu machen und zu übernehmen. Wir müssen zunächst einmal die Geschütze ausschalten. Dann wird der Rest wesentlich einfacher. Wenn wir auch das Zielerfassungssystem zerstören können, verschafft uns das noch etwas mehr Zeit. Anschließend müssen wir den Sternzerstörer zum Entern klar machen. Dafür müsst ihr eine potenzielle Schwachstelle im Rumpf der Victorum ausfindig machen, am besten in der Nähe der Brücke. Sobald ihr eine gute Stelle gefunden habt, bombardiert sie, bis der Rumpf durchbrochen ist. Wir können jedoch davon ausgehen, dass die Victorum noch immer einige TIE-Jäger im Hangar hat. Und die werden versuchen, uns aufzuhalten. Sobald alle Ziele ausgeschaltet wurden, kann die Entermannschaft übernehmen. Während unsere Truppen die Brücke einnehmen, wird Vanguard die Außenseite beschützen, für den Fall, dass feindliche Verstärkung eintrifft. Sobald das Team die Brücke eingenommen und die Kontrolle über den Sternzerstörer erlangt hat, treffen wir uns mit der Temperance. Okay, das klang jetzt so, als ob das Stehlen eines Sternzerstörers eigentlich ganz einfach wäre. Hoffentlich habe ich recht. Ja, okay. Geschütztürme ausschalten und Zielerfassungssystem ausschalten. Wird doch ein Kinderspiel. Entschuldige die übereilte Vorstellung. Die Talos-Gruppe verlässt sich darauf, dass ich so schnell wie möglich Verstärkung für sie organisiere. Dein Commander meint, dass du Talent hast. Genug, um einen Sternzerstörer zu stehlen. Normalerweise würde ich die Renegatenstaffel damit beauftragen, aber General Syndulla hat mich vorübergehend Projekt Starhawk zugeteilt. In der Zwischenzeit kümmern sich die Renegaten um eine andere vertrauliche Angelegenheit. General Syndulla hält uns ordentlich auf Trab. Euer Commander und ich haben etwas gemeinsam. Auch ich bin früher für das Imperium geflogen, in der Sky Strike Akademie. Mich der Rebellion anzuschließen war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich wünschte, mehr meiner Freunde hätten das mir gleich getan. Na gut, das war ein nettes Gespräch, aber die Talos-Gruppe wartet auf uns.
Eigentlich nennt man es nur Gespräch, wenn zwei Leute miteinander reden, aber ist in Ordnung. Und schon wieder habe ich den Bug, dass ich mich nicht bewegen kann. Wunderbar. Wenn das jetzt so weitergeht, kann ich echt bei jeder Mission nochmal komplett von vorne anfangen. Ja, ich werde dann nochmal alles neu starten und schneid euch dann gleich an dieser Stelle wieder hinzu. Langsam wird es nervig. So, da sind wir wieder und wir können uns endlich wieder bewegen. Was ist das hier oben? Achso, mit den Sprechen. Ein Sternzerstörer. Verlangst du ihn da nicht schon ein wenig zu viel abblenden? Vanguard wird damit klarkommen, oder etwa nicht? Außerdem braucht Projekt Starhawk den Sternzerstörer für... Na, du weißt schon. Na, wofür? Er hat sich von Yavin einen Namen gemacht. Er kennt das System besser, als es das Imperium je kennen wird. Ihr kämpft in einem ehemaligen Gebiet der Rebellion. Wenn Wedge also einen Ratschlag hat, solltet ihr lieber die Ohren aufsperren. Denkt außerdem daran, dass auch ein verwundeter Krakaner noch zubeißen kann. Seid vorsichtig in der Nähe des Sternzerstörers. Brecht auf, so früh ihr könnt. Jo, also jetzt. Wird gemacht. Der Commander will, dass du diesmal einen X-Flügler fliegst. Ich habe ihn für dich mit Ionenraketen ausgestattet. Damit lassen sich feindliche Jäger sowie Subsysteme von Großkampfschiffen lahmlegen. Okay. Ja, ein bisschen weit weg, ich weiß. Mal diese lästigen Raketen. Ups, Entschuldigung. Reichweite. Okay, dann kümmern wir uns erstmal um den Rest. Ich dreh um. Hä? Warum? So, kann ich jetzt endlich meiner Mission hier folgen? Wedge, wir hatten schwere Verluste. Wir benötigen Reparatur. Danach sollten wir verschwinden. Wieso soll ich ihn jetzt umdrehen? Ach so, in dem Sammeln. Okay. Ihr wollt wirklich den Sternzerstörer stehlen?
Das ist der Plan. Okay, Vanguard, mir nach. Begeben wir uns zu Victorum. Toll, da war ich ja gerade und ihr habt gesagt, ich soll wieder zurückkommen, ihr Vollidioten. Konzentriert eure Schilde, bevor sie das Feuer eröffnen. So, Schildstörung. Du kannst deine Schilde zum Bug oder zum Heck deines Schiffs konzentrieren, um auf einer Seite für maximalen Schutz zu sorgen. Ach so, ich dachte, das macht er automatisch. Während die andere Seite ungeschützt bleibt. Du kannst deine Schilde auch ausgeglichen verteilen, sodass Bug und Heck gleichmäßig geschützt werden. Ja, ich möchte ausgeglichen, bitte. Halte 1, um die Schildfokusauswahl zu öffnen. Nach oben, um den Bug anzuwählen. Okay, aber ich will ich ja gar nicht. Ja, toll. Wo ist der 7? Da. Ich will aber ausgeglichen. So. Ich will aber ausgeglichen haben. Schalte das Zielerfassungssystem aus. Und los. Energie auf die vorderen Schilde. Kette abgefangen, sehr schön. Och, Leute. Ionenwaffen verursachen minimalen Rumpfschaden, sind aber ideal für Trupptaktiken. Setze sie ein, um feindliche Sternenjäger außer Gefecht zu setzen, worauf sie durch den Weltraum treiben und leichte Ziele für deine Verbündeten darstellen. Ionenwaffen sind außerdem das perfekte Werkzeug, um feindliche Schilde zu schwächen. Aha. Und die Subsysteme und Flaggschiffen zu deaktivieren. Ach, Mann. Ja. Habe ich drauf gedrückt. Und nu? Hallo? Ach so. Ja, okay. Das ist unsere Chance, den Sternzerstörer einzunehmen. Wenn wir die Brücke erobern, haben wir Zugang zu dem internen System. Es geht nach einer Schwachstelle, an der die Entermannschaft einsteigen kann. Du bist dran, 5. Ein Sternzerstörer aufbrechen. Genau wie in alten Zeiten. Aufpassen, Vanguard! Gunny packt ihr Märchenbuch aus! Das kennst du nicht? Bestimmt! Sag mir Bescheid, wenn ich mein Funk wieder einschalten kann! Es war ein bisschen spät, ich weiß. Wie sollen wir dir dann sagen, dass... Ach, vergiss. Imperiale Jäger im Anflug. Such weiter! Nicht gut. Ich kann ja nicht suchen, wenn ich hier nicht... Ja, 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 ich hab's schon abgewehrt. Ja, ich muss trotzdem immer wieder scannen, Leute. Leute, es wäre gut, wenn ich mal irgendwie ein bisschen... Das sind die Falschen. Entschuldigung. Ich dachte, das wäre der Feind.
Okay. Danke. Okay, das war ein bisschen schnell. Das ist ein bisschen sehr schnell. Trotzdem muss ich zwischendurch noch ein paar abknallen. Es gibt noch mehr, wo die herkommen. Danke. Ja, ich weiß, Mann, ich muss kennen. Leute, gib mir doch mal ein bisschen Rückendeckung zumindest. Ein Schiff hinter uns. Das wird nichts. Aber nicht getroffen, das ist der Unterschied. Thank you.
Ja, da bin ich mir noch nicht so sicher. Der Feind hat mich erfasst. Irgendwie komme ich an die Schwachstelle überhaupt nicht ran. Wieso will der die Seite da nie scannen? Bitte, du bist sicher. Tausend Dank. Unter schwerem Beschuss. Das hat gesessen. Der Feind verfolgt dich. Aua, was ist das für ein Idiot? Schon. Der Feind greift mich an. Hier, wir können das Team hier reinschicken. Fünf, immer feste, okay? Zerstöre die Schwachstelle, ach so. Wo war sie jetzt? Die war doch hier hinten. Ja, mache ich. Jetzt kann ich endlich mal wieder angreifen hier. Kein Thema. Das war's. Alle Jäger zerstört. Gute Arbeit. U-Flügler sind schon auf dem Weg. Wir bringen die Händlermannschaft sicher ans Ziel. Folgt mir zum Treffpunkt. Wir geben in Deckung. Vanguard, los jetzt. Thank you.
Wo fliegt der Idioten jetzt hin? Ich fliege extra zu dem hin? Die Idioten jetzt schon wieder hingeflogen. Da ist ein imperiales Trägerschiff. Sie schicken Verstärkung. Sie werden Victorum nicht kampflos aufgeben. Vanguard, schieß diesen Kreuzer ab. Och, Mann. Standardmäßig berücksichtigt dein Zielerfassungssystem nur Einsatzziele. Okay, du kannst dies aber mit dem Zielerfassungsrad ändern. Du kannst das Zielerfassungssystem beispielsweise auf Flaggschiffsysteme einstellen, um dich auf die Subsysteme eines tödlichen Sternenzerstörers zu konzentrieren oder auf alle Feinde, um Feinde ins Visier zu nehmen, die nicht missionskritisch sind, wie die TIE-Jäger vor dir. Okay. Wie mache ich das? Och, Leute. Halte 10 fürs Zielerfassungssystem und auf alle Feinde. Der Feind hat mich im Visier. Gut, ich war jetzt zu Ende. Ich halte dir den Rücken frei. Ach, Leute. Echt gut gemacht. Hintermannschaft hier. Fahrstelle wurde gesichert. Setze Ionenraketen gegen die Schilde ein. Wow, Ionenraketen sind super gegen Schilde. Echt? Danke. Das heißt, die Rakete ist weg, ja? Werde vom Imperium erfasst. Oh, was war das? Ja, wenn ich mich nicht immer irgendeine Rakete erfassen würde, dann ja. Na toll. Zerstöre die feindliche Verstärkung. Okay, also noch nicht das Schiff. Alle erwischt. Okay, an meiner Position sammeln. Wo ist er denn? Zu mir, Vanguard. Ja, dann fliegt doch nicht immer woanders hin. Ja. Jetzt sind es 3 Trägerschiffe. Das sind viele. Ja. Machen, Leute. Das stimmt. Wir sind dran. Übernehmen die Kontrolle jetzt.
Sternzerstörer ballert seine eigenen Trägerschiffe ab. Wundervoll. Ja, das Schiff gehört uns. Ihr habt es echt geschafft. Und cool. Starhawk hat jetzt einen Sternzerstörer. Ab hier übernimmt ihr Vanguard. Ich eskortiere die Talos-Gruppe zu einem sicheren Zufluchtsort. Ausgezeichnete Arbeit. General Syndulla wird beeindruckt sein. Wedge Enter. Okay, es war zwar ziemlich nervig stellenweise, weil ich ja immer wieder angegriffen worden bin, obwohl ich eigentlich nur das Ziel hatte zu scannen, aber wir haben die Mission erfolgreich abgeschlossen. Sehr schön. Mit der Unterstützung von Wedge Attilis hast du den Sternenzerstörer Victorum eingenommen. Welche Rolle dieser für Projekt Starhawk spielt, ist noch ungewiss, aber Lyndon Javes verspricht baldige Antworten. Und die werden wir auf jeden Fall auch noch finden, aber dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.